Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sons of the Forest. Ich glaube, ich habe letzte Folge mich verabschiedet mit The Forest. Wir sind gerade in der Höhle und es geht direkt weiter, würde ich sagen. Was mir gerade aufgefallen ist, wenn du das Inventar aufmachst, ganz rechts unten habe ich eine taktische Jacke. Ja, das ist einfach deine Jacke, die du trägst, glaube ich, deine stinknormale. Mhm. Und vielleicht kann man dann irgendwann mal... Ja, so wahrscheinlich so ein Mantel oder so für Winter. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, entweder gehen wir rechts oder links. Im Zweifel immer rechts, würde ich sagen. Ja. Spiel hat sich verändert. Vieles zum Positiven. Ah, das, wenn man so hinterschaut, ganz nice aus. Hörst aussehen. Du das? Was? Ja, Musik, oder? Jupp, da ist Musik. Musik. Aber das kommt ja rechts von. Aber mir. Vom Baumenü her, von diesen Fertigsachen. Von dem Baumenü her. Bei diesen Fertigsachen vom ersten Teil, da wäre cool, wenn noch ein paar neue Sachen dazukommen. Also man kriegt auch immer wieder neue Rezepte. Aber auch das Baumenü ist ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht, ob du das schon gesehen hast. Also beim Feuer zum Beispiel, wenn ich ja Stöcke in der Hand habe, kann ich jetzt gleich ein Lagerfeuer machen. Und es gibt auch so ein bisschen, ich kann es ja mal kurz zeigen, gibt es hier so verschiedene Modi. Also man kann hier so Fertigsachen machen. Oder hier ist dann so Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man so Sachen machen kann. Ist eigentlich auch ganz nice gemacht. Wow, what the fuck? Du bist einfach eine Granate in meine Richtung. Ja, du bist ja zu mir dann gelaufen. Ja, wo ist das Viech jetzt? Hat's ein komplett zerfetzt oder was? Sehen, hallo! Ist schon ein bisschen ungewohnt, dass es Granaten gibt in dem Game. Siehst du den? Hallo, Rüstung, wo bist du? Nee, gar nicht. Also, was heißt so schlecht wie früher? Es gibt immer noch Blaupausen, wo man einfach das Zeug reinballern kann. Aber man kann auch jetzt komplett, also es ist so freibauen mit richtig Animationen. Ja. Das ist das Geile, ja. Es gibt viele Mini-Animationen. Also auch wenn man irgendwie craftet oder sowas, Speere, Pfeile oder sowas, Medizin. Das ist mal ganz cool gemacht mit so kleinen Animationen. Du kannst ja mal aber hier beim Feuer das Zelt aufbauen und dann sieht er was. Oder ihnen das Buch zeigen, wenn du B drückst, dann siehst du ja so, da siehst du wirklich Anleitungen, was du machen musst. Das habe ich gerade gemacht. Achso, okay. Genau. Okay, dann anscheinend ist seine Leiche weg. Schade. Muss ich ehrlich zugeben, das habe ich jetzt nicht erwartet. Oh Mann, das Stück Rüstung ist weg. Mhm. Er hat mir auch eine gekostet. Aber ich bin irgendwie müde oder ich weiß es nicht, weil. Ja, mir durstig bin ich auch. Kannst du denn hier? Jetzt hier weiter. Hallo. Ist hier jemand? Ja. Ah ja, hier ist. Den können wir wegficken. Der bringt Rüstung. Siehst du, der bringt Rüstung. Kriegst du? Gönn dir. Oder machen wir auch gleichzeitig, warte. Okay, jetzt machst du. Mach. Ich bin schon dabei. So. Ja, das Feuerzeug ist halt jetzt digital. Jetzt mal ganz kurz, guck mal nach. Hast du die Rüstung bekommen? Weil ich gucke jetzt schnell bei mir nach. Ja, habe ich. Also, ich habe sie auch bekommen. Frage. Nice, dann tun wir uns das so beibehalten, dass wir einfach gleichzeitig das machen. Lifehack. Oh, wow. Shit! Die mag ich überhaupt nicht, die Viecher. Dein Job. Die anderen mache ich, die machst du. Das finde ich wer. Feuerzeug fandst du früher cooler. Ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, klar, es hat ein bisschen mehr Feeling mit so einer gelben Flamme, aber es ist ja auch, es muss ja auch was Neues sein. Und dieses ganze Setting. Du bist ja jetzt theoretisch irgendein Soldat, so wie ich das verstanden habe. Oder irgendwie so ein. Ja. Oh shit! Leute, wow, lol. Leute, da ist noch einer. Aua. Das tut richtig weh. Aber die haben wir gut gedamaged. Au. Ja, nicht schlecht. Aber. Problem ist, dass mein Ausdauerbalken relativ gering ist. Oh, nice. Nice. Okay, warte, komm mal der, ja, warte, ich sehe das eh noch nicht. Ich seh's. Ah ja, ich auch. Okay, 3, 2, 1, go.
Nice. Sehr schön. Und dann so, haben wir hier die zweite Leiche. Ich sehe es eh. Ich sehe es noch nicht. Jetzt sehe ich es, ja. Okay, 3, 2, 1, go. Oh, let's do it. Du müsstest ja jetzt ja zwei haben, theoretisch. Wow, what was? The ich bin gerade ein bisschen in die Luft geflogen. Oh, das kenne ich ja. Ich dachte, ich back jetzt gleich irgendwo durch, habe ich gedacht. Jawohl, ich habe zwei Rüstungen. Nice. Tragen, tragen. Nice. Okay, dann gehen wir da weiter. Aber bei dem Feuerzeug könnte man sich einen richtig guten Online-Shop, Ingame-Shop vorstellen, wo man da verschiedene Farben kaufen kann. Das hast du letztes Mal schon gesagt, ja. Ja. Oh Mann. Da ist die Mucke wieder. Ist hier? Granate, sehr schön. Räubungsgewehr. Okay. Medizin, nice. Granate. Moment, konnte man da jetzt. Oh, da ist so ein normaler. Da kriegst du auch nach links, oder? Ich habe das Gefühl, die sind blind. Weil er mich nie anschaut. Warte, wow. warte. Ja, ich sehe es eh. Ich auch, ja. Okay, 3, 2, 1, go. Ein bisschen Lifehack hier. Einfach gleichzeitig. Gleich ausrüsten, die Scheiße. Aha. Geht's hier komplett weiter? Nee, oder? Nee. Hier ist Dead. Ich finde es aber ehrlich gesagt gerade irgendwie viel einfacher, die Mutantenrüstung zu kriegen. Hier sind noch Flares. Ja, oder weil, wenn ich so an den ersten Teil denke, das war ja richtig kompliziert oder sau schwer. Aber auch klar. Ja, weil aber du die auch nur bei den Fetten bekommen hast und hier ist ja, es irgendwie klar. So. Hier geht's weiter. Wo kommt denn der her? Steht das schon die ganze Zeit da? Ein bisschen eher, nicht, dass er hinten rumbackt. Ja. Lass mal kurz her. Oder auch nicht. Ich seh's nicht. Let's go. Achso, scheiße. Ah, nein! Hast du's? Ich glaube, ich muss mal kurz gucken. Ja, ja, sobald du eigentlich die Animation hast. Nice, ich bin bald wieder vor. So. Ja, ich auch. Hier geht's weiter. Und dann kommen wir zur Mucke. Weil die Techno-Mucke. Die Party. Warte mal, ich versuche mich ran zu sneaken und dann. Okay. Okay, warte, ich seh's noch nicht. Ja, ich seh's. Jetzt seh's. Okay, 3, 2, 1, go. Ich glaube, die sind wirklich blind, glaube ich. Ja, ich glaube auch, ja. Ist ja auch logisch, warum sollten sie was sehen müssen in der Höhle, ne? Also eigentlich. Aber gut hat er auch nicht gehört. So, lol, da oben. Das Radio eigentlich voll unnötig, dass wir hier Radio haben. TV. Ich lass es an. Ja. Nice. Babys, ich hab keinen Bock. Oh, no, die gibt's auch schon wieder. Die bewegen sich aber ein bisschen schneller wie im ersten Teil, muss ich sagen. Haben sie aber exakt schon. Wow, der lebt noch. Jetzt ist er tot. Kann man da was machen? Nee. Aber da waren noch mehr Babys. Da kommt das nächste. Tot, oder? Noch zwei. Was die für Salto machen. Alter, wenn du die Machete so als Blocken machst, ist das richtig doof. Der blockiert meine komplette Sicht, ehrlich gesagt. Ja. Okay, das Baby ist dood. Also solange es jetzt so bleibt bei den Gegnern, natürlich jetzt kein Energy Drink trinken, aber schauen wir mal. Du hast Hunger, das ist nicht so gut. Sollen wir mal ein Feuerchen machen und irgendwas? Hab ich Fleisch dabei? Lol, du hast ja so ein Gesicht an. Hab ich das auch schon? Nee, du hast kein Gesicht an. Aber ich bin auch voll, du nicht, oder? Dann ist vielleicht letzte ein Helm, ja. Ist dein Gesicht eigentlich eingeschränkt? Oder siehst du ganz normal? Ich sehe normal. Also ich hätte, glaube ich, einen Fisch dabei. Ich habe auch zwei Fische dabei. Drei Fische habe ich. Ich habe zwei Fische dabei, ja komm, lass Feuer machen. Warte, ich versuche mal, ich muss mal gucken. Habe ich Stecker? Ich habe halt keine Stecker. Hast du Stecker dabei? Ich habe Stecker. Nice. Aber ich habe keine Stecker dabei.
Nice. So, dann lege ich mal meine zwei Fische drauf. Ja, das mit dem Baseballschläger ist gar nicht mal so. Ich habe gar nicht so viel Hunger, also ich glaube, ein Fisch reicht mir dann. Mal, mal gucken, ich habe voller Rotze Hunger. Was hört sich beim Blocken an, als würde es er das mit dem so einem Baseballschläger wegklatschen? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie, ich weiß halt nicht, wie die Fische aussehen müssen, muss ich ehrlich zugeben. Sieht man das? In dem Licht ist es ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ich warte einfach cool. Boah, keine Ahnung. Schwierig. Aber ich würde sagen, so langsam. Hä? Hast du die gegessen? Du hast sie in deinen Inventar gesteckt gerade, oder? Nein, ich habe kein E gedrückt. Ich habe auch nicht E gedrückt. Willst du mich veräppeln? Hast du ein... Ich habe nichts gedrückt, ich habe nur zugeguckt. Sind weg? Ich habe auch nichts im Inventar, okay, gar nichts. Tue ich mal meine Fische ran. Ja, vielleicht ein bisschen eher, ha? Huh? Vielleicht sind sie weggebrutzelt. Ja, dann warten wir kurz und dann fressen wir's. 3, 2, 1. Ah, das linke ist fertig, glaube ich. Und das rechte auch. Okay, okay, dann esse ich's mal. Ich hab's mal mit einem Tag getan. Guckt, fischt der. Ja, das siehst du ganz schlecht. Achso, Moment. Der hat den Kopf abgebissen und weggespuckt. Alter, what the fuck? Aber nicht entgrätet? Ah. Ach, warte, ich tu den zweiten Fall noch drauf. Aber es hat was gebracht. Also, ich bräuchte zwar immer noch was, aber ich glaube, ich trinke irgendwie Wasser oder Soda oder irgendeinen Scheiß, muss ich jetzt schnell trinken. Energy, Konserven. Ja. Weil sonst verdurste ich hier. Ich habe nur zwei Energy trinkst, leider. Ich habe nur einen. Ich habe zwei Wodkaflaschen. Ja, ich trinke einen Energy-Trink, glaube ich. Weil es bringt auch Energie. Vor allem, wir müssen da vielleicht auch nochmal zurück und irgendwie dann. Hast du den Fisch geholt? Ja, den esse ich gerade. Okay. So. Ja, komm, hier trinken. Scheiß drauf. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen Energie brauchen für die Höhle hier. So, wunderbar. Lass Feuer an. Jo. Okay. Da leuchtet was rot, okay. Lol, da Betäubungsgewehr. Lol. Digga, ich will da nicht rein. Ich habe gerade durch dieses Loch ein mega fettes Viech vorbeilaufen sehen. Ja, ich habe auch irgendwas gesehen. Digga, was ist das? Betäubungs... Gut, Gewehr würde ich jetzt nicht dazu sagen, aber... Tada! Bäh! Das ist wie so ein Riesenblopper. Lass mich mal gucken. Oh! LOL, was ist das? Aber man kommt hier nicht weiter, also. Naja, okay, dann. Sieht voll komisch aus. Du so ein Gangster. Ja, yo! Du hältst die Waffe schräg. Und ich soll ein Soldat sein. Jo, alles klar. Was zum Henker? Wo steht denn die Muni? Ach, okay, die hast du automatisch in deinem Rucksack. Ja. Aber Betäubungsgewehr. Ja gut, betäuben und dann... Ja gut, das ist halt ein Elektroschocker, sowas in der Richtung. Digga, echt jetzt? Das ist so ein Spaß. Jo, Alter, gib mir den Geldbeutel, los. Was ist das hier? Ah, die Batterie. Ah, Batterien vielleicht für einen Elektroschocker. Merke ich mir mal. Na gut, ich nehme jetzt sieht noch mal. Sieht schon geil aus mit dem Feuer hier. Also da muss ich schon. Gut, wir können ja glaube ich nochmal zurück. Da gab es nochmal eine Abzweigung. Könnte man auch noch machen. Ja, sieht schon mega aus hier. Ich versuche es jetzt nochmal ganz kurz mit der Fackel. Genau, müssen wir den ganzen Shit wieder zurück oder was? Also hier war eigentlich nichts, also... Naja. Boah, jetzt kann ich Fackel und Machete nicht gleichzeitig nehmen.
Naja, aber wenigstens so ein Betäubungspistülchen. Mhm. Wow, what the fuck, wo kommst du auf einmal her? Hä? Spawn die neu oder was? Aua, aua! Ich hab mir zwei Dinger weggezogen. Drei Dinger hat er mir abgezogen. Dann brauche ich ein neues. Gib mir mal eins her hier. Wurde, ich seh's eh nicht. Ich seh's auch. 3, 2, 1, go. Oh, das ist aber schon geil mit Rüstung, muss ich echt zugeben. Ja. Der will ich vielleicht. Hast du eigentlich auch vor, dir das Spiel zu holen, Mr. Crubble? Weil da war ja ganz schön Hype irgendwie. Der ganze Steam Store war ja da. Da waren wir doch schon, oder? Hier rechts, oder? Hier links. Da war ja Sackgasse, ja, glaube ich, genau. Genau, da war Sackgasse. Dann will ich jetzt zurückgehen. Oh. Nee, eher nicht. Okay, ja, gut. Du kannst es ja bei uns gucken, ne? Das ist ja. Leute, wie das so ein Viech? Du blinder Hase, du. Du machst mir keine Angst. So. Moment. Ich sehe es noch nicht. Ich sehe es, ja. Okay, 3, 2, 1, go. Let's do it. Ja, da kommt erst so Höllentour. Bringt es rüstungstechnisch. Naja, ja, rüstungstechnisch mega. So. 5 GB hast du noch frei. Ja. Wie viel GB hat's? 16. 20, glaube ich. Ne? Oder 20, 16. Ja. Also es war nicht viel. Ja. Also, wenn du da irgendwas anders entbehren kannst auf deiner Festplatte, könntest du theoretisch das schon draufkriegen, beziehungsweise, aber es ist ja nicht böse, man könnte auch einfach eine neue SSD kaufen, ne? Das ist jetzt auch nicht so das Problem. Also 5 GB ist schon sehr knapp also bemessen. Da würde ich lieber nochmal eine neue SSD einbauen im PC. Also, ich finde es auch ein bisschen schade, dass man den ganzen Shit wieder zurückrennen muss. So, genau, jetzt ging es hier weiter. Du hast nur 500 HDD, ach du Scheiße. Aber glaub, SSDs sind ja mittlerweile gar nicht mal so teuer. Also ein Terabyte oder sowas. Oder 500 Gigabyte ist, glaube ich, das ist ja 50 Euro oder so. 60 bist dabei. Mit SSD macht es halt ein bisschen mehr Spaß, die Ladezeiten. Schon wieder so ein Ring. Ein Wasserring. Läufst du das eigentlich mit dem Schocker rum, oder? Ne, mit der Machete. Hallo? Ich sehe so viel Platz, das macht mir ein bisschen Angst. So sehr viel Platz zum Fighten. Ja. Geh doch mal vor. Okay. Ich habe irgendwie Angst, dass wir gleich bei diesem Blob rauskommen. Die ganze Angst, dass die über oben auf die Decke hängen und dann irgendwie so runterfallen. Klar, aber eine SSD kann man ja dann noch einfach reinklipsen in meisten Fällen. Du kannst ja auch so eine Ding. Fällt mir gerade das Ding nicht an. Wie heißen diese Mini-SSD-Karten gleich wieder? NVMe. M.2 genau. Mit M.2 Steckplatz. Kannst einfach mal gucken, vielleicht schafft es ja dein Mainboard. Ah, da ist ein Seil hier oben. Nice. Was? Nice, die will ich auch noch. Hier unten sind nur Arme und Beine, die man collecten kann. Weißt ja, da komme ich jetzt nicht mehr hoch, ne? Hä, wie kommt man da wieder hoch? Ach doch, hier. Alter, jetzt hatte ich ganz kurz Angst. Wo sind denn die Seile? Ach, da. Eine Luftmatratze, die will ich irgendwie schon. Da geht es aber schon irgendwie. Ist das Wasser? Ich glaube, das ist Wasser, ne? Alter, es sieht so. Hier ist Stoff. Hier ist irgendwas zu essen. Wodka. Und Energy. Zwei Energy Drinks, nice. Die sind wichtig. Energy Drinks, eine Uhr. Drähte und. Ein Laptop. Vertreter. Oh! Tauchgerät. Nice. Ähnelt schon alle sehr dem ersten Teil, muss ich zugeben. Ja. Stoff ist auch wichtig. Und da hinten waren noch Knochen Stoff, kann ich mitnehmen. Auch nochmal Stoff. Oh geil, noch da mehr Stoff. Waren Energy Drinks. Ja. Bei mir ist. Oh, Wodka Flaschen. Oh ja, Energy Drinks. Gold wert.
bisschen Drähtchen. Sehr schön. Wo ist das Tauch? Ach, da ist das Tauchgerät. Eine Uhr. Noch ein Energy Drink. Nice. Flare, noch eine Flare. Und ein Tauchgerät. Alles klar, dann. Sagen wir müssen wir fast tauchen eigentlich, ne? Jetzt schon fast. Wird das einfach automatisch? Schauen wir mal. Oh, das Ding würde ich gerne mitnehmen, irgendwie. Und dann zum Strand. Ah ja, er tut es automatisch. Ah, man sieht unter Wasser endlich ein bisschen mehr. Nichts für den ersten Teil. Aber er sieht doch noch irgendwie in Grenzen. Ich sehe gar nichts, Alter. Das ist total verschwommen. Ja, geht's hier lang? Hallöchen! Ich weiß nicht, wo es lang geht. Echt, ist es doch aber auch nicht so, dass du es so verschwommen siehst, oder? Also das ist doch irgendwie ein... Ja, keine Ahnung. Ich bin noch nie in der Höhle getaucht. Ja, in der Höhle bin ich auch noch nie getaucht. Alter, stell dir mal vor, es gibt jetzt so Wasserviecher, die dir jetzt entgegenschwimmen, weil ich da zu Panik kriegen. Hier geht's rein, Alter, ich hab Angst, dass wir nie wieder rausfinden. Digga. Ja! Das wird kritisch. Du kaufst dir einfach ein zweites Sommer. Ein zweites Auto. Auch nicht schlecht. Aber kein richtiges zweites Auto, oder? Also jetzt halt ein Ersatzauto. Oder kaufst du dir wirklich ein zweites Auto? Also ein Auto für, keine Ahnung, Azubi. 3000 Euro oder sowas. Ist drin, aber 50 Euro SSD nicht. What the fuck? Ich sehe gar nichts. Oh, wir sind draußen. Ich schwimme mal nach oben. Der Sonne entgegen? Ja, der Sonne entgegen. Wie lange geht's denn hier hoch? Hallo? Leute, Digga, sind wir jetzt mitten im Meer, oder? Ich bin oben. Wir sind mitten im Meer. Okay, aber wir sind wenigstens rausgekommen. Wenn jetzt ein Hai kommt, hasse ich die Welt. Ich gehe mal schnell auf diese Insel da. Ja. Das Licht können wir mal ausmachen, dass das Feuer zum Gott noch funktioniert, wundert mich. Wozu brauchst du ein zweites Auto, wenn ich es frage? Eins für die Straße, eins fürs zum Jagen. Ja, gut. Wenn du es dir leisten kannst, go for it. Oh, was ist hier? Ach, Austern. Hier liegen Austern. Ja, die nehme ich mit. Alter, wie viel davon liegt? Alter, aber what the fuck, liegen da viele Austern? Holy shit. Aber gibt's da nicht diesen Suzuki Jimny? Jimmy? Da ist doch bestimmt für Straße. Oh, da liegen echt viele. Oh, ich kann die gar nicht mehr mitnehmen. Ich auch nicht. Ja, ich esse einfach mal. Ja, dieser Ranger Jimmy, ne? Dieser Suzuki, ja, ich kenne ihn auch. Das sieht eigentlich ganz nett aus für so einen Mini-Jeep, muss ich sagen. Und der ist doch bestimmt auch für die Straße gut geeignet. Wenn man nicht allzu lange fahren muss. Wo sind wir jetzt eigentlich? Also wo sind wir da rausgekommen, muss ich... Okay, bei der... Ach so, da wo wir reingegangen sind. Okay, nice. Okay. Ein bisschen toter Fisch. Haufenweise tote Fische hier. Ist überhaupt was nicht? Ich muss mal ganz gucken. Ja, ich glaube, der Kollege hat es nicht überlebt. Mann, warum kann ich diesen scheiß Helm nicht aufziehen? Ja, ich glaube, das geht nicht nach oben. Das sieht irgendwie schmerzhaft aus. Ich fress, aber irgendwie... Ja, mit dem Mini, weißt du, so die kleinen Sachen, ne? Also diese Blaubeeren und Austern und den ganzen Käse, da geht's echt kaum hoch. Alter, ich fress bestimmt schon gefühlt die 20. Austern. Irgendwie geht es nicht nach oben. Hoffentlich vergifte ich mich gerade nicht. Weil so eine rohe Austern, ich bin ja gerade nicht so ganz sicher. Na egal, ich höre jetzt auf zu fressen. Ja, unsere Kollegen, die hängen so ein bisschen in der Gegend ab. Ach, der hat einen hohen Spritverbrauch. Ah, ja gut, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ich glaub, das kann sein. Federn! Jo. Federn. Vogelfleisch. Lecker. Schmächtig. Hm.
fast. Zack, zack, zack. Oh, so viele Federn. Oh, richtig viele Federn. Nice. So. Wie hoch ist der Spritverbrauch von diesem Chimney? Ist der dann über 8 Liter? 7 Liter? Ich weiß es gar nicht. Weil das ist doch bestimmt mit Diesel und so und kann doch gar nicht so heftig sein. Oh, so klein. Vielleicht unterschätzt man das auch. Aber es kann nicht sein, dass wir keine Schildkröte finden. Das ärgert mich. Was ist denn da im Meer? Ja, eine Schildkröte wäre echt ganz nice. Das war so der Hauptgrund, warum wir zum Strand gegangen sind. Ja. Was liegt denn hier? Oh fuck, ich dachte, das sind Krokodile. Scheiße. Ganz kurz, so ein kurzer Schockmoment. Hier wäre es geil zum Bauen, muss ich sagen. Das wäre so unser Spot gewesen beim ersten Teil, glaube ich. Sehr ähnlich zumindest. Ich wollte es auch gerade sagen, irgendwie. Aha. Wen haben wir denn da? Ah ja. Stoff ist gut. Stoff ist immer gut. Energieriegel ist auch gut. Danke, dass du ihn nicht gegessen hast. Ich habe ihn nur aufgehoben. Ja, so. Wenn man isst, ist er weg, oder was? Aber wenn man aufhebt, kannst du auch nochmal. Das ist sehr interessant. Was? Oh mein Gott! Zwei Stück! Nice, ich hol die andere. Nice. Die sehen richtig gut aus. Ja. Zack. Bisschen tun sie mir ja leid, muss ich zugeben. So, dann nehme ich mal ein bisschen Fleisch mit. Danke für den paar. Ja, das ist eklig. Wo ist denn jetzt diese allein? Wo ist das? Hä, wo ist denn jetzt diese scheiß Panzer? Ich sehe ihn gerade nicht in meinem Inventar. Bring die Schildkröte zurück ins Meer, okay. Oh, das ist sehr nett von dir. Geh, sei frei. Lebe deinen Traum. Geh in die Freiheit. Wo ist denn jetzt hier mein Panzer? Nix Panzer. Es wird ja gar nicht tiefer. Wir müssen in die Richtung ein bisschen. Kam, ich finde es gerade im Inventar nicht. So. Ich schaue mal. Gibt es jetzt irgendwie neues Ding hier? Schauen wir mal ganz kurz. Da haben wir eine Flasche. Doch, ganz oben rechts. Über den Schädeln, da ist der Panzer. Ganz oben rechts. Müssen wir gucken. Weg da. Ach fuck, jetzt wollte ich lang gucken. Ganz ja, lol. Okay. Mal gucken, vielleicht kann man jetzt irgendwie so ein Wasserauffangbehälter. Ja, ich habe gerade nachgeschaut. Vielleicht dann doch bei dem anderen Modus. Treppe. Ja, nö. Nö. Hohe Stockstrukturen, das könnte schon. Nee, doch nicht, nein. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man einen Stock... Ja, einfach aufstellt und dann drauf tut, ja. Ja. Wundert mich eigentlich aber, dass es nicht angezeigt wird. Nachdem man das collected hat. Ja. Tu mal kurz die Tauchausrüstung mit ablegen. Geht das? Ja, man muss in Inventory gehen. Aber dann haben wir unseren Shit ja. Dann würde ich eventuell wirklich nach Hause. Wow, okay. Achso, lol, das ist die KI. Lol, als ob der jetzt hierher gelaufen ist. Hast du einen Daumen hoch gezeigt? Hm? Dass unser Behälter voll ist? Wer ist nicht voll? Ich sag dir, da gibt's richtig Ärger. Beseitig in dem Gegenstand hol. Stämme. Ich kann Behälter nicht mehr auswählen, das ist schon mal gut. Meine andere Frage, wird dir eigentlich unser Zuhause auf dem Minimap auf dem Map angezeigt? Mir nicht. Ja. Aber wir wissen es ja ungefähr bei dem Punkt da, ne?
Über uns. Kelvin. Komm mal, halt. Kelvin, nein. Stopp, stopp, Kelvin. Ah. Ich habe ein paar Stecker. So. So, schauen wir mal kurz. Also ich sehe gerade, wo wir mal diesen Jägerunterschlupf gebaut haben. Das sehe ich auf der Map. Aber jetzt, wo unser Haus oder Bett ist, sieht man nicht. Das finde ich wieder traurig. Aber was heißt Jägerunterschlupf? Ja, sonst müssen wir fast so einen Jägerunterschlupf irgendwo bauen, oder? Ja, so als Markierung wäre es nicht verkehrt, ja. Das ist eigentlich richtig dämlich. So ein Jägerunterschlupf geht, aber wenn du ein ganzes Haus baust, das wird nicht gezeigt, angezeigt auf der auf dem Minimap. Also das Bett könnte man schon anzeigen, würde ich. Ja, finde ich auch. Naja. Sehr schwach. Oh, was ist hier? Sehr, sehr schwach. Wieso? Hast du was gefunden? Lachsbären. Weiß ich. Achso, davon habe ich schon einige. Habe ich aber noch nicht gegessen. Kannst du mir mal sagen, ob du... Kann man essen, ja. Nice. Das sind auch ein paar Bären. Die esse ich direkt. Vielleicht sind die Bären eher weniger zum Essen, sondern eher... Zum Kochen mal irgendwie. Oh, bei der Müdigkeit habe ich jetzt so ein... Irgendein Zeichen drunter. Ich habe jetzt so ein lilanes Zeichen. Ja. Genau, so ein lilanes Zeichen so drunter. So. Vielleicht, dass es irgendwie füllt sich das und dann kippst du vielleicht um. Dann schnell nach Hause. Ja. Müssen wir mal durchschlafen. Ach, das ist ein Benziner, okay. Und dann zweistelliger Bereich. Ja, gut, das ist dann schon heftig dann, okay. Ja, das werde ich mir auch gut vorstellen, dass das sehr laut ist dann. Wenn ich dann meinen alten Skoda denke, da konnte man sich bei 140 dann nicht mehr unterhalten auf der Autobahn. Doch ganz minimal, also wenn ich Heidelbeeren esse, geht's minimalst hoch. Ja. Da rennt ihr was hinterher, achso nee, das, ich wollte sagen, da rennt ihr was hinterher, aber das ist ja Kelvin. Oh, herrlich. Oh, hier wäre auch schön zu bauen. Vom Weg. Ja. Ja. Wollen wir hier mal so einen Stand hinbauen, so als Markierung? Das, obwohl, bringt das... Oder, warte, wir sind ja relativ nah... Obwohl, so nah sind wir gar nicht. Meinst du, es ergibt vielleicht Sinn, wenn wir echt so ein bisschen außenpostenmäßig unterwegs sind? Ich weiß es nicht. Also rein theoretisch nicht, weil wir können ja einfach schnell so ein Ding bauen, weißt du, zum Speichern und sowas. Immer. Oder? Ja. Also finde ich jetzt nicht so sinnvoll. So als Markierung vielleicht hin und wieder, aber... Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte gerade irgendwas machen. Ach ja, genau. Oh, richtig schön überall Seil drin und Mützen. Ja. Ein Kopfvieh. Eins und... Gibt es mir alles? Jacket collected. Ah, ich habe irgendwie was Neues auf hier. Oben. Oh ja, Stoff. Nice. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Uhren, Stoff. Ah, jetzt hast du einen anderen Helm auf. Sehr schön. Sieht geil aus. Ein Schädelhelm. Ja. Ja. Davor war es so ein Monsterhelm, sag ich mal. Ja. Das sieht schon ein bisschen. Lol, ich habe ein Jackett. Ja, hier kann man sich umziehen. Da war so ein Kleidungsstück. Du müsstest jetzt neben deiner Tasche müsstest du noch irgendwas haben. Ja, ich habe jetzt ein Jackett angezogen. Eine Bibel. Money, 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 money. Money, money, money. Müssen wir mal kurz gucken. Aber die wurden ordentlich, aber die wurden ordentlich beerdigt hier, ne? Also. Mit Geld. Mit Geld beerdigt. Also von dem Jackett sieht man nicht viel, weil du ja eigentlich nur ein Schleimhaufen bist. Was ist denn das Lilien? Okay, warte, das ist wasserabweisend, das Orangene ist Festigkeit, das Lilane. Ah, Ausdauer wahrscheinlich. Okay, dass das wahrscheinlich nicht so ermüdend ist, vielleicht das Jackett. Vom Aushalten gleich. Die taktische Jacke, da wird man anscheinend nicht so schnell nass. Ja. Aber ich glaube, Ausdauer ist vielleicht ganz... Ich nehme das Jackett. Ja, bei Regen kann man ja sich umziehen. Also man kann sich ja immer schon umziehen, ne? Schon eigentlich, ja. Ich weiß nicht, was das Orange ist, ehrlich gesagt.
Was ist denn das Orange? Also das erste, das braune Orange, keine Ahnung, so ist ja aus, das oben, das Zeichen. Vielleicht so eine Art Kälte? Rüstungswert? Ich hätte eher gedacht, so Kälte vielleicht, weil das so wie Feuer ausschaut, weißt du, so wie warm das hält. Wärme. So, kann ja, das sein? Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, 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 keine Ahnung. Wenn wir mal vielleicht irgendwie eine Fellrüstung haben, dann wissen wir es. Uppala. So, nice. Lauf mal den Weg hier entlang. Oh, welchen Golf hast du denn? Ich habe einen 6er Golf. Da ist ein Monster vor uns. Das läuft voll auf mich zu. Es ist da oben auf dem Baum. Habe ich die Schokolade gefressen. Wir mir ein paar Federn machen hier. Ein paar Federn? Also meinst du... Pfeile. Pfeile, ja. Deck mich! Ah, wenn du Chicory, ich will es eigentlich aussprechen. Ist, dann kriegst du ein bisschen Ausdauer zurück. Au! Der Kelvin, der hält ja gar nichts aus. Versaut? Ja. Ja, aber der fightet ja auch nicht, ne? Du hast die Rentner etwas höher und hässlicher, okay. Oh krass, was für Pfeile habe ich denn bitte? Es gibt coole Faserpfeile auch noch. Wo sind die bei mir gelagert? Ja, weil mein Golf ist mit Ach, dem stimmt. Spezialausstattung, also mach. Mit Dachfenster und so ist ganz cool. Ein bisschen hier den Weg entlang gehen. Auch ein bisschen getönte Scheiben habe ich. Also ist nicht so ultra, sondern halt so diese leichten, ne? Habe auch ein bisschen größere Reifen drauf. Sieht ganz schick aus für einen Golf, muss ich sagen. Es war aber auch damals ein reiner Glücksgriff. Also ich habe nicht danach gesucht, sondern es war halt einfach das, was ich gefunden habe. Bin aber ganz happy eigentlich mit dem Ding. Oh scheiße, ich glaube, wir sind beim Dorf angelangt. Ah. Oh shit. Also jetzt müssten wir uns eigentlich links halten. Oh shit, die greifen schon an. Weißt du, was ich jetzt ausprobiere? Ich habe einen Headshot gemacht. Ich probiere jetzt mal das Betäubungsgewehr aus. Lol. Haha! Da geht er zu Boden! Wow, shit! LOL! Ah, wow! Digga, der hat mich richtig... Oh, von hinten! Scheiße, sind das viele. Komm mal zu dir. Die Frau weint wirklich. Sehr interessant. Oh, da ist das, der Herr König. Nice! Richtig nice. Du bist richtig gut mit dem Bogen, Mann. Oh, der lebt ja noch! Ja, der steht immer wieder auf. Ja, der ist richtig stark. Ich habe einen Headshot gemacht wieder. Der kippt immer wieder um, aber... Der steht immer wieder auf. Das ist mein... Oh, shit. Hey, die hat... Was hat die denn? Ich sehe nicht zum Push. Sehe ich nicht, was ich auswähle. Ich habe keine Pfeile mehr, das ist mein Problem. Alter, Digga, wie viel hält der aus? Gib meine Pfeile zurück. Oh, fuck, den bei uns auch noch, Leute. Aua, wie der mich weggekickt hat. Oh, da sind ein bisschen viele Leute gerade. Ja, ich glaube, wir müssen abhauen. Alter, ich habe fast meine komplette Rüstung verloren gerade. Komplett. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rüstungen verloren. Oh, shit. Ja. Also das hat sich schon wieder gar nicht gelohnt. Nee. Müsste ich, dass die Eingeborenen wieder mehr Damage machen eigentlich wie... Die rennen hinterher, ich grieße. Scheiße. Zum Nachladen. Was kann ich jetzt... Wenn ich mich in dieses Gebüsch hocke, bin ich ja kurz unsichtbar. Meinst du, die finden uns? Kann man sich verstecken? Kelvin, versteck dich! Stell dich nicht neben mich! Also, ja, ist mein okay, die ist 10-1. Also, mich hat angegriffen. Scheiße. Warte, ich taste den gleich nochmal. Moment.
Tasern. Okay, ja, dann musst du aber auch schlagen. Wenn du einen Taser, das ist sau die geile Taktik. Eine Taser und der andere haut. Ich weiß halt nicht, wie viele Taser-Dinge man hat. Muss man hinter dir, hinter dir, der große. Wow. Taser. Stirb. Oh, nee, er ist tot, er ist tot. Boah, ich mag eine Maske ab. Warte kurz. Weil vielleicht kann man, wenn man den Anführer den Kopf in der Hand hat, Alter, der hat voll die Zuckungen bei mir. Mann, bei mir geht der Kopf nicht ab. Gib mir den Kopf ab. Ich kann den aber auch nicht aufheben und sowas. Ich glaube, der ist gerade ein bisschen verbuggt. Ah, Leute! Da ist der Kopf. Ich kann den Kopf nicht nehmen. Obwohl, das ist ein normaler Kopf. Hä, nee. Was ist so? Das ist irgendwie ein normaler Kopf irgendwie. Wow, fuck! Meine Fresse hat's nicht gerade. Oh, lol. Ich hab dich erwischt, glaube ich. Da war es jetzt zu nah. Ich kann diesen blöden Kopf von dem nicht aufnehmen. Ich auch nicht. Ich glaube, der ist. Jetzt... Doch, oder? Aber er hat seine Maske nicht mehr. Das ist die Maske irgendwie weg. Schade, aber die Maske hätte ich gern gehabt. Muss ich kriegen? Ja. Wäre ein schönes Accessoire. So, dann kommen wir jetzt zurück ins Dorf. Das stimmt, ja. Allerdings. Alter, wie viel Zeug ich schon hab. Pistolenaufsatz, Granaten. Na gut, aber ich glaube, ein Golf ist im Unterhalter gar nicht so billig, glaube ich, weil er weit verbreitet ist und viele junge männliche Fahrer gibt. Ich glaube, da müssen wir beide ja immer ein bisschen mehr zahlen, ist eigentlich. Wo waren diese scheiß Dorf jetzt? Ich bin einfach nur irgendwo straight weggelaufen, da war doch irgendwo ein Weg. Ich glaube, ich müsste es sehen, glaube ich. Es war wahrscheinlich... Oh shit, das sind ja immer noch links, ganz viele. Ja. Aber die laufen irgendwie weg. Boah, der Wind ist richtig laut. Ja, der Wind ist krass. Kann ich mich da ran sneaken? Oh, da kommt... Ist da oben noch so ein Chef? Der hat dann wieder so eine goldene Maske auf, wenn es mich nicht ganz täuscht. Oh no. Ja, der hat nochmal so eine Maske. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Komm, gehen wir zu unserem Dorf und gut ist. Wir müssen ja eigentlich in die Richtung zu unserem Dorf, oder? Nee, wir müssen, glaube ich, da Richtung Berg. Echt? Ich dachte eigentlich von der Minimap, dass wir eher mehr bei dem Punkt waren. Nee, wir müssen da hoch, weil da ist auch der See ein bisschen angezeichnet, glaube ich. Also diese, so ein rund bisschen. Oh, nicht zu nah. Alter, der Wind, der ist krank, Alter. Da, das ist rechts von dir ist einer. Der rennt hier hinterher. Der rennt hier hinterher. Ab. Aua. Lol, das habe ich nur noch einmal. Eine Rüstung habe ich jetzt noch. Der hat mit einem Angriff zwei oder drei Rüstungen runtergerapiert. Hab ihn. Oder? Er lebt noch. Headshot. Ja, dann kannst du dir nur die Knochen mitnehmen und Knochenrüstung machen, also. Aber das ist nicht dieses Ding, was das Ding von uns. So, warte, wir sind genau in der anderen Seite. Wir müssen viel weiter hoch. Nein, jetzt müssen wir da lang. Ja, genau. Oh, lol! So, ich nehme genau in die Fresse noch. So, und jetzt. Genau, da ist die Lichtung. Da rennt immer noch einer hinterher. Ist schön, dass er dir hinterher rennt und ich ihm. Ich sehe nur den Kelvin aktuell. Keine Ausdauer mehr, rette mich. Ich sehe nichts. Gott sei Dank, ich dachte, die folgen mir. Oh, die Richtung, oh, Windstille. Oh, ist das schön. Was haben wir hier? Nichts? 5 Liter, nicht schlecht. Ich bin aktuell so bei 6 Liter, 6,5. Nicht schlecht. So, ich setze mich mal kurz hin. So. Dann wende ich eh wieder die Folge. Das ist wieder 45 Minuten oben. Also ich mache irgendwie jedes Mal 45 Minuten Folgen irgendwie. Ich hoffe, dass das so okay ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffentlich sieht man das in der nächsten Folge wieder. Ciao. Jo.